Heute erkläre ich dir den DRV-Begriff, die Rürup-Rente, Basisrente einfach erklärt. Was versteht man unter der Rürup- bzw. Basisrente? Kann die Rürup- bzw. Basisrente jeder in Deutschland nutzen? Für wen ist die Rürup- bzw. Basisrente interessant? Was sind die Nachteile der Rürup- bzw. Basisrente? Was sind die Vorteile der Rürup- bzw. Basisrente? Herzlich willkommen bei den BAV-Profis zum neuen DRV-Tutorial über die deutsche Rentenversicherung, ihre gesetzliche Rente. Mein Name ist Felix, ich begleite dich durch das DRV-Tutorial-Video. Hast du Fragen zum aufgeführten DRV-Tutorial der deutschen Rentenversicherung, drücke auf Pause und schreibe diese in die Kommentarleiste unter dem Video. Mein Team und ich warten auf dich und werden dir diese zeitnah beantworten. Selbstverständlich kannst du deine Fragen auch am Schluss des DRV-Tutorials hier in der Kommentarleiste aufführen. DRV-Tutorial, das ABC der DRV, Ihrer gesetzlichen Rente. Die gesetzliche Rentenversicherung. Wie sicher ist Ihre Rente? Norbert Blüm, unser ehemaliger Arbeitsminister, bezieht seine sichere Rente. Sie zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung ein und erhalten keine Garantien auf Ihre zukünftigen Rentenleistungen. Das steht im Sozialversicherungsgesetz 6. Buch. Bei den BAV-Profis erhalten Sie wichtige Informationen über die gesetzliche Rente und wie sicher sie ist. Sehen Sie jetzt unseren Beitrag, dann wissen Sie, wie sicher Ihre Rente ist. Jetzt geht's los mit dem DRV-Tutorial-Video. Die Rürup-Rente, Basisrente einfach erklärt. Was versteht man unter der Rürup- bzw. Basisrente? Die Rürup-Rente ist eine private Altersvorsorge in der Schicht 1. Du kannst mit dem Begriff Schicht 1 nichts anfangen, kein Problem, ich habe dir oben rechts unser BAV-Tutorial, das Drei-Schichten-Modell der Altersvorsorge angehängt. Schau dir das BAV-Tutorial an und du wirst zukünftig wissen, was diese Schicht 1 bzw. Schicht 2 und Schicht 3 bedeutet. Die Beiträge zur Rürup-Rente sind steuerlich abzugsfähig. Die Rürup-Rente ist fast wie die deutsche Rentenversicherung, nur mit dem Unterschied, dass sie privat abgeschlossen wird und gleichzeitig in die persönliche Anlagestrategie im freien Kapitalmarkt angelegt wird und nicht wie die deutsche Rentenversicherung durch das Umlageverfahren finanziert wird. Die Rürup-Rente zahlt nur Rentenleistung aus. Die Rürup-Rente gibt es seit dem 01.01.2005 und wurde durch die steuerliche Änderung des Alterseinkünftegesetzes ordnungsgemäß in Kraft gesetzt. Die Rürup-Rente, Basisrente einfach erklärt. Kann die Rürup- bzw. Basisrente jeder in Deutschland nutzen? Grundsätzlich kann jeder die Rürup-Rente nutzen. Die Rürup-Rente dient zur Zahlung einer lebenslangen Rente zum gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalter. Die Rürup-Rente ist für Personen, die Steuer sparen und gleichzeitig für den Ruhestand eine lebenslange Rentenzahlung als Einkommen sich zu 100% sichern wollen. Die Rürup-Rente, Basisrente einfach erklärt. Für wen ist die Rürup-Rente bzw. Basisrente interessant? Für Selbstständige und Freelancer. Für Geschäftsführer, Vorstände von Kapitalgesellschaften, selbstverständlich weiblich, männlich, individuell hier als Standard bezeichnet. Für Mitglieder von berufsständischen Versorgungswerken. Für Personen mit hohem Einkommen und hoher Steuerlast. Die Rürup-Rente, Basisrente einfach erklärt. Was sind die Nachteile der Rürup- bzw. Basisrente? Die Rentenleistung ab 2040 unterliegen zu 100% dem persönlichen Steuersatz. Betrachtung Gesamteinkommen.
Leistungen können nur als lebenslange Rentenzahlung bezogen werden, keine Kapitalzahlung möglich. Eingeschränkte Verfügbarkeit, nur Ehepartner, kindergeldpflichtige Kinder oder eingetragene Lebenspartner. Nur bis zum steuerlich zulässigen Höchstbeitrag abzugsfähig. Du willst wissen, was der steuerlich zulässige Höchstbeitrag ist, beziehungsweise wie der jedes Jahr berechnet wird? Kein Problem, wir haben dir oben rechts das BAV-Tutorial Berechnung des Höchstbeitrages pro Jahr jeweils an die Rürup-Basisrente angehängt. Schaust dir jetzt oder zum Schluss des Videos an und du wirst jedes Jahr selbst ausrechnen können, was der jeweilige steuerlich zulässige Höchstbeitrag in der Basis-Rürup-Rente der Fall ist. Die Rürup-Rente-Basisrente einfach erklärt. Was sind die Vorteile der Rürup- bzw. Basisrente? Absicherung einer lebenslangen Rentenzahlung. Die Beiträge zur Rürup-Rente können im festgelegten Rahmen nach dem Einkommensteuergesetz zu 100% steuerlich in Abzug gebracht werden. Bitte beachte hier die entsprechenden Hinweise auf die Anrechnungen von anderen steuerrechtskräftigen Vorsorgemaßnahmen. Die Reduzierung der Einkommensteuer finanziert zum Teil die Rürup-Rentenleistung. Hohe Einkünfte, zum Beispiel Bonizahlungen, können über Zuzahlungen an die Rürup-Rente die persönliche Steuerlast reduzieren. Jetzt sind wir leider am Ende des DAV-Tutorials angekommen. Mein Team und ich sagen Danke fürs Zuschauen des DAV-Tutorial-Videos der BAV-Profis. Kannst du jetzt den aufgeführten DAV-Begriff erklären? Hast du alles verstanden? Solltest du Fragen zum aufgeführten DAV-Begriff haben, die du noch nicht in die Kommentarleiste während des Videos aufgeführt hast, schreibe uns diese. Wir werden diese dir zeitnah beantworten. DAV-Tutorial, das ABC der DAV. Die deutsche Rentenversicherung, die gesetzliche Rente in Deutschland. Mein Team und ich sagen Tschüss und bis bald. Wir haben dir im Anhang weitere Tutorials mit angehängt. Hast du weitere Rückfragen, richte diese an die BAV-Profis oder an mich. Dein Felix, dein Begleiter in den DAV-Tutorials.